So, hallo und herzlich willkommen, ja, zu einer weiteren Folge Bergmann. Ja, im LS19. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, was soll denn jetzt das? Warum kommt da jetzt nochmal was? Da kam jetzt so lange nichts. Ja, da muss ich mich doch mal ganz kräftig dafür entschuldigen. Ich habe einfach meine Lieblingsfolgen, meine Lieblingsserie eigentlich, die ich für euch präsentiert habe, instantweise einfach abgebrochen. Keine Fragen, es kam nichts mehr. Ist quasi eingeschlafen und wir haben viele andere Dinge gebracht und ich habe es nicht zum Abschluss gebracht. Hier nochmal ein riesiges Dankeschön an einen, der hier einen Kommentar schön abgegeben hat. Vielen Dank nochmal dafür. Ich möchte mich hier nochmal explizit dafür bedanken. Ja, die Community ist natürlich, ich mache das ja für euch und für mich, soll allen Spaß machen und ich habe eigentlich gedacht, ja, es interessiert wahrscheinlich gar keinen mehr, was wir hier so treiben. Vermutlich ist es auch so, keine Ahnung, aber er hat recht. Wir sollten es hier ordentlich abschließen. Deswegen habe ich vor, nochmal ein, zwei, drei Folgen zu bringen und werde hier ein ordentliches Ende für euch bereiten. Das heißt, ich werde das LS19 im Hof Bergmann dann ordentlich abschließen mit euch zusammen und ich hoffe, es ist in eurem Sinne. Das heißt, es kommen nochmal zwei, drei Folgen. Das ist die 73. Folge. Ich mache mal die 75 voll. Und ja, genau. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, dass wir hier voll zu Ende spielen. Und ja, genau. Das soll es auch künftig dann durchaus sein. Die Projekte, die wir dann zu starten, werden dann auch zu Ende gespielt. Ja, wenn sich irgendwas dann totläuft, ja, die Einschaltquoten sind einfach bei null. Hirn gehen null, kein interessiert es mehr. Dann werde ich dann euch natürlich zurückfragen, ob es euch noch interessieren wird oder ob ihr noch. Ich hoffe natürlich auf eure Hilfe. Ja, auf eure Kommentare bin ich halt einfach angewiesen, um zu wissen, es passt bei der Content. Rein in die Kommentare damit. Und ich hoffe es in eurem Sinne, wie gesagt, dass wir hier nochmal zu Ende spielen. Ja, wir waren hier in der letzten Folge, es war doch jetzt schon eine ganze Ecke her, ich muss beim Stroh einsammeln, das ist ein Riesenfeld. Ja, wir machen das einfach so nebenher, weil wir unseren Helfer drüben bei den Sojabohnen haben. Macht das gerade ordentlich. Und ja, wir haben eine Nacht überstanden, auch kräftig geregnet. Sind wir jetzt einfach mal schlafen gegangen. Und ja, sammeln jetzt hier das Stroh so weit wie möglich noch ein bisschen ein. Ich denke mal, wir werden hier nicht alles mehr einsammeln, so ein bisschen was. Wir brauchen jetzt große Mengen, aber wir werden arbeiten. Ja, 19 interessiert wahrscheinlich jetzt nicht mehr wirklich viele, aber vielleicht gibt es doch noch den einen oder anderen, der zumindest die Geschichte hier im Old Xiang-Projekt interessiert. Wir haben doch etliche Folgen hier miteinander gemacht und ich denke, ein ordentlicher Abschluss gehört dazu, vor allem auch für Leute, die es hier noch mit reingucken und sagen, ja, ist das jetzt ausgegangen? Das für euch gerne noch zu Ende bringen. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle nochmal hier auch zu spielen. Es ist LS19, ja, obwohl die LS22 schon raus ist, aber irgendwie hat 19er dann doch sehr lange gefesselt und hat einen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt tatsächlich dann noch mal ein paar Stündchen hier zu verbringen auf dieser App und mit euch zusammen. Genießen wir es einfach noch ein bisschen, so die restlichen Zeiten. Genau. So. Wir haben hier, wie gesagt, das Stroh. Das wollen wir abkippen. Allerdings weiß ich jetzt mal kurz mal nicht, haben wir. Ich habe das jetzt, das andere Stroh habe ich reingekippt. Zwar hier in das Strohlager. Das haben wir ja auch. Ja, ich glaube, die Kühe müssen wir mal gucken. Jetzt in der Nacht über. Schlafen wird da noch mal. Ach, da lag gerade auch ein Päckle mit irgendwas. Ups, rein. Was haben wir denn hier reingekippt? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. War das Stroh? Mal kurz im Vereinsmenü. Biomasse, da haben wir ja schon etliches drin jetzt, ne? Ne, nämlich man könnte auch das reinschmeißen. Auch schon Biomasse, das können wir quasi schon rausholen bald. Ja, nochmal sowas, ne? Können wir auch Stroh reinkippen. Aber das wird man zuerst mal nicht machen.
Wie sieht es mit unseren Tieren aus? Wir gucken mal bei den Schafen. Seht mal hier. Da fahren wir nachher mal kurz vorbei und gucken, wie es denn hier geht. Die haben auch schon ein bisschen Ziegenmilch hinterlassen. Schaut mal. Richtig klasse. Wolle haben wir auch schon ein bisschen was. Also denen scheint es ganz gut zu gehen. Die brauchen dringend Wasser. Dann brauchen sie ein bisschen Futter. Gras, Heu, Klee. Heu brauchen sie, Stroh brauchen sie jetzt gerade nicht. Meine Hundis brauchen ein bisschen was. Die Kühe brauchen Wasser und Mischrationen. Okay. Die Schweinekens. Die haben noch genug, meine. Ach, das ist ja unser Abferkelstall, genau, schon unser Ferkelchen. Das hat eins, dem geht's noch gut. Im Kuhstall, die könnten Stroh brauchen, das heißt, das bringen wir denen gleich. Die normalen Schweinekens, denen schon ganz gut zu gehen. Unserem Hundi, Hofhundi geht's auch gut, und den Hühnchen. Die brauchen Hobelspäne und Wasser. Genau, und die Tierchen. Unsere zwei Pferdchen, denen geht's auch gut. Sam und, wie hießen die? Ich glaube Sam und Olympus. Ja, genau. Sam und Olympus. Schaut's aus. Würde ich sagen, lasst uns nochmal gerade die Kühe anfahren. Ja. Ich habe auch ein bisschen was am Mikro, zumindest entfernungstechnisch was gemacht. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen besser. Ich werde es mir auch nochmal anhören. Ich hoffe, das passt. Gemerkt mit dem Hin und Her, also wenn man näher rangeht und so, wird es ja manchmal besser, manchmal schlechter. Muss es noch austesten? Da ist so der Held drin. Gebe ich gerne immer wieder zu. Ich tüftel da halt auch mal ein bisschen rum. Hat so die Gerätschaften, ja, was man halt so braucht, ne? Aber ja. Oftmals ist mir das dann doch immer ein bisschen zu. Ja, man hat es zwar, aber verstehen. Halt wieder eine andere Sache. Das weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, immer die Ballen da oben reingeworfen. Kann ich das eigentlich auch so reinfahren? Da. Ah, ne, das geht hier. Dann ein bisschen Stroh geben. Ah, sehen wir. Jubeln schon. Ich bin mal gespannt, wenn die ersten Kälbchen irgendwie da rüberführen. Ich habe das jetzt. Moment, ich zeige euch das gleich. Ich fahre nochmal ganz kurz raus. Zeige ich euch das, was ich meine. So, lass uns mal kurz raushüpfen. Ach, nee, ganz kurz, wir tanken kurz ab, dann kann der weitermachen, unser Helfer dort oben. Ach, der ist fertig. Der ist ja fertig. Na dann. Können wir ihn abtanken und gut ist, ne? Also, dann machen wir das doch. Tanken wir den ab, den Drescher. Vielleicht finden wir einen schönen Auftrag, wo wir den gleich draufsetzen können. Kann der gleich weiterarbeiten. Ich muss ja nicht nutzlos rumstehen. Ich habe auch gesehen, auch ein Feld fertig. Und zwar unsere Kartoffelchen fertig. Muss noch Stückele näher ranfahren. Jetzt haben wir es. Sojabohnen. Was hat man denn mit den Sojabohnen vor? Wisst ihr das doch? Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir da vorhatten. Ein bisschen was haben wir drin? Ich glaube, wir wollten die nur verkaufen, oder? Sicher, was wir da so machen wollten, aber ich hätte jetzt gedacht, wir verkaufen die. Was kriegt man denn da? 2700 bei der Raiffeisen. 8 bis 20 Uhr, passt das schon? Naja, bis wir dort sind. Bis wir dort sind, passt das. Raiffeisen, die ist doch da hinten gewesen. Ne? Ja. Komm, lasst uns da hinfahren. Oh, glaube ich, noch gar nicht ganz leer. Lasst uns da hinfahren, die Sojabohnen verkaufen. Geld machen. Ich kann uns noch ein bisschen was erlauben hier. Aber wir wollten hier noch mal ganz kurz schauen. Oh, wir begrüßen mal unsere Schafis. Die rennen uns ja davon. Weil das Tür zu. Haben die ja das aufgemacht. Gott. So, dir geht's gut. Sehr schön. Ja, das schmeckt, ne? Da haben wir schon Strohblock mit drin. Das passt für euch, ja. Ja, macht schön Milch, ne? Den Nachwuchs, könnt ihr brauchen. So, wie sieht es hier oben aus? Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich weiß, ich springe wieder hin und her. Ihr seht schon, wir müssen hier entlassen. Da sind noch 415 Sojabohnen drin, ja, das lagern wir dann ein.
So, wir waren hier stehen geblieben. Wir haben unsere Schäfleins angeguckt. So, haben wir gemacht. Tag. Schwarze Schaf. Sehr gut. Jede Meute muss auch ein schwarzes Schaf dabei haben. Also, ihr habt ja echt viel Platz hier, finde ich. Da können wir definitiv noch ein bisschen aufrüsten, vielleicht. 92 Liter Milch, die sind schon recht gut dabei, finde ich. Brauchen Wasser. Haben wir das automatische Wasser schon dran oder ist das hier noch nicht installiert? Das ist sicher. Ich glaube, Automatikwasser gibt es hier noch nicht. Da ist Wolle. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Silage, jawohl. Die brauchen Silage, ja. Silage, Gras, Heu, Klee und Heupellets. Stroh haben sie, aber sie brauchen ein bisschen Gras, Heu und so Zeug. Jetzt will ich das hier. Ich kann das mir nicht schnappen, ne? Zu schwach, okay. Da sind wir zu schwach. Dann bist du zu schwach. Wie war das? Ist doch irgendein Spruch. Ist mir gerade entfallen, wie der Spruch war. Ja, gut. Aber wir wollten zu Reifeisen. Das verkaufen und das machen wir jetzt. Fahren wir jetzt hin. Und dann brauchen wir einen Kartoffelroder. Weil das Feld da genau vor uns, da sind Kartoffeln drauf und das ist reif. Das heißt, das ist für unser Schweinefutter, haben wir das ja da aufgemacht. Das heißt, das wollen wir da jetzt natürlich auch runterholen, ganz klar. Da würde ich uns einen Kartoffelroder dann ausleihen im Shop. Da fahren wir dann gemeinsam aufs Feld. Da müssen wir dann auch das Feld, das wir jetzt gerade im Moment abgeerntet haben. Nur noch in eurem europäischen Projekt damit drin, ne? Dass wir unsere Felder ausmessen müssen. Precision Farming. Auch noch machen. Dass wir wissen, Dünge, Kalk und so weiter, was benötigt das Feld jetzt. Ob wir das auch pflügen müssen, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Einmal drüber fahren müssen, so passen könnte. Gleich mal anschauen. So, Shop ist auf. Reifeisen, wie sieht es da aus? Kurz mal quarten. Quarten sagt mir, ob hier offen ist. Vorne geht's rein. Diese Ecke her, ja. Fast wieder zu lange. Bin mir gespannt, ob die Hof Bergmannau auf dem LS22 kommt. Schon. Hier der Modder Andy, glaube ich, heißt Bergmann wieder bringen wird. Schön. Moin. Mal schön durchwiegen, mich abziehen. 70 weg. Passt. Dankeschön. So, dann wollen wir mal die Sojabönchen verkaufen. Der Verkaufstrigger, ich glaube, wir müssen einmal um das Gebäude rum und dann können wir uns rauskippen. Fahren. Verkaufen. Und du brauchst es ja ewig. Njam, njam, njam. Geht das ein bisschen schneller? So. Raus damit. Es gibt ein bisschen Geld. Das können wir brauchen. Ja. 3.000, 52.000 Einnahmen. Das ist doch mal ordentlich. Wie sieht es auf der Bank eigentlich aus? Ja, Schulden haben wir keine. Da haben wir hier sehr gut gewirtschaftet. Wir haben uns ja auch nie groß Dinge geleistet, die wir uns nicht leisten konnten. Wir sind immer auf dem Boden geblieben. Mal ganz kurz beim Shop vorbeidüsen und mal das Geschäft abwickeln mit dem oder. So, was haben wir hier eigentlich? Schweinefutter, okay. Mischfutter.
Moin. Hallo? Keiner da? Selbstbedienung? Na gut, okay. Einmal Selbstbedienung bitte. Dann machen wir das. Kartoffeltechnik. Was haben wir hier? Reicht uns der benutzte, ne? Wir müssen diesen anmieten. Der muss ja nicht neu sein, oder? Das war GPS, das sieht man ja gar nicht. Warte mal. So sieht man es besser. Ja, GPS sollte man schon haben. 21.000 Miete. Ja, das ist natürlich schon ein Wort, ne? Aber hilft nichts. Das machen wir schon. Hat der jetzt eigentlich alles drin? Der hat alles drin, oder? Der Roder. Der braucht jetzt kein Schneidwerk mehr. Gerade unsicher, ob der noch ein Schneidwerk benötigt. Nee, ich glaube, der braucht jetzt keins mehr. Krautschlagen muss man nicht, weil das ist ja so ein allumfassende Wollmilchsau. Passt. So, lass uns das mal angucken, das schöne Teil. Das ist ein Monsterviech. Oha. 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 Der ist echt gigantomanisch. Ding. Ich hoffe, ich habe mir jetzt den richtigen geholt. Na, es gibt noch für Rübentechnik. Ja, genau, den Terratos. Aber da brauchen wir, glaube ich, ein Schneidwerk dafür, ne? Ich wusste, da gibt es auch den Terratos. Aber wenn der dafür gedacht ist, bei Kartoffeltechnik, das haben wir jetzt ja extra geguckt. Ja, komm, wir lassen uns. Ja, lassen. Ganz langsam. Lass uns den austesten. Oh. Das sieht ja echt nicht mehr so gut aus. Oh. Für uns tut es das noch. Das bisschen Benzin, das fahren wir voll runter. 89%. Muss ja nicht schnell sein. Hauptsache, der macht's. Machen die Bimmelbammel-Lichten an. Dass da ein Großgerät kommt und dann fahren wir zurück. So, dass wir nicht das Kraut da noch wegschlagen müssen, sondern dass das so funktioniert. Also vom Blitztechnischen brauchen wir hier, glaube ich, keine Angst haben. Weil sind wir hier nicht. Okay. Klappt. Ja, wisst ihr nicht? Man muss ja auch nicht. Bist du für was anderes gedacht? Aber das passt, das ist ja auch alles okay. Große Hoffnung, dass das funktioniert. Schon rein, oder? Ein Stückteil. Ganz kurz einen kleinen Screenshot machen, den ihr dann auch gleich wieder sehen wird. Logischerweise ist schon. Den haben wir jetzt erst reingeguckt hat oder jetzt ein bisschen vorgespult hat. Warum gibt es diese Folgen jetzt noch im LS19, wo es den 22er schon gibt? Ich hatte es nicht ordentlich abgeschlossen. Das gehört einfach dazu, dass wir unsere Folgen ordentlich abschließen. Deswegen wird es noch bis zur Folge 75 noch drei Folgen geben. Das ist die erste von diesen dreien. Es werden noch zwei Folgen. Die kommen hintereinander rein, machen das gar nicht lange rum. Dann in der Folge 75 beschließe ich dann dieses Hof Bergmann, dieses Projekt, ein Herzensprojekt, das unheimlich viel Spaß gemacht hat mit euch zusammen. Das Old Meets Young, das hat schon in sich, gerade die Oldtimer und so und das Neue. Der schöne Mix hat es schon in sich, Fragen. Aber irgendwann natürlich dann klappen. Stellt sich mir jetzt, ob wir hier denn rein. Du eigentlich. Mal einen Kurs generieren. Und zwar auf 5. Drei Vorgewände, weil du so riesig bist. Ich glaube, das ist
3,2 Meter kostet. Generiere Feldkurs. Und wir das auf Feld 5. Fisch, Kartoffelernte. 2. Jetzt, wo startest du? Macht man es, glaube ich, nicht da zu wenden, aber. So, jetzt müsste es ja funktionieren. Erster Wegpunkt und dafür. Durchdrehende Reifen. Und irgendwas passt da noch nicht. Ein neues. Vielleicht, wenn du vorwärts fährst, musst du nicht rückwärts fahren. Nur durch eine. Dann bist du jetzt gerade nichts, ne? Aber gut, das wirst du schon wissen, wie du es machst. Okay, das scheint zu funktionieren. Was ich anders machen wollte, während dem Abladen anhalten. Das machen wir weiter. Gut. Kann der hier meine Kartoffeln ernten? Sehr schön. Haben wir schon wieder was. Und ja, wir brauchen dann natürlich dann auch bald einen Abfahrer. Gehen hier nochmal ganz kurz rein. Und zwar, wir haben ja hier, wenn wir gucken, bei den Tierchen. Wo sind sie? Wo sind sie? Nicht die Schweinchen, nein. Die Kühe hier, schwarz-weiß Kalben. Seht ihr hier? Da haben wir 3 Stück. Wir werden irgendwann Kälbchen haben. Bin mal gespannt, wann der ersten Kälbchen hier kommen. Jedenfalls haben wir uns ja hier die Milch da schon mal angeguckt. Angemischt hier alles, ne? Und ich habe hier einmal aufgefüllt, wie ihr seht. Ich habe das mal austesten müssen. Und wenn ich starte hier mal. Wir haben ja ein bisschen davon gemacht. 120 haben wir noch. Wir machen einfach nochmal eins voll. Wir fahren da raus. Dann, seht ihr? Die. Jetzt haben wir hier. Ich mache einfach das mal aus. Überladen starten und schabu. Geht ja das über, ne? Und jetzt kann man weiterfahren bis zum nächsten Eck. Bis das wieder kommt, dann laden wir den dritten auch noch gleich auf. So, ne? So, 3 Stück sollen wir kriegen, das heißt, das füllen wir mal auf, die anderen lassen wir. So, und dann würde ich damit jetzt wieder hier in die Ecke fahren und stellen wir dann einfach mal her. Ich glaube, die Kälbchen brauchen, glaube ich, auch Stroh, meine ich, ne? Wie wir da so einen Strohhaufen daneben? Ah. Mach's mir mal ein bisschen bequem. Sorry dafür. Ich muss jetzt mal testen. Wie ist das, wenn ich hier einfach da so reinkippen, oder? Ah, ja, das geht. Okay. Wunderbar. Das heißt, die 3 wären schon vorbereitet, ne? Alles klaro. Na dann. Wir sind stehen geblieben. Ja, genau, du. Moment, dich kann ich mal mitnehmen, weil du bist ja hier durch. Wissen wir dich? Fahren wir vorne hin. Ja, nicht hupen, sondern Rohr ausfahren. Da können wir vorne den Rest noch voll auskippen. Hier sind wir. Ja, unseren anderen Trecker noch holen mit dem Hänger. Können wir den Rest voll ausladen, den packen wir dann bei uns im Silo rein. Rest voll. Das sind 415 Liter. Aber
Natürlich nicht hier drin. Das ist ja wohl klar. Wo ist... Da ist... Schwind. Zurückfahren. Soll es jetzt für diese Folge dann auch gewesen sein. Ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass wir hier diese drei Folgen noch abdrehen miteinander, dass wir einen ordentlichen Abschluss bekommen. Ich freue mich natürlich auf eure Bewertung. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne und vielleicht sehen wir uns in den nächsten beiden Folgen auch noch. 22 Projekte, auch sehr drüber freuen. Und ansonsten macht's gut, bis dahin. Tschüss.